So, Moment. Ja, genau. Passt. Das sind viel zu große Lederstiefel. Gut. Wir wollen ja hier Schmiedekunst verbessern. Genau. Super. Schmiedekunst verstärken. Au, da können wir kleine Tragfähigkeit verbessern. Wunderbar. Da können wir dann immer mehr. Das ist wunderbare Schmiedeausrüstung. Ja, genau. Das dürfte ungefähr hinkommen. Ja. Ist aber noch beschränkt auf 2. Es gibt übrigens noch einen Mod, der kann. Der verändert den Verzauberungsbaum. Und zwar so weitgehend, dass der das letzte Talent, was die beiden Verzauberungen, also 2 Verzauberungen auf Gegenstände ermöglicht, dass das auf 3 Verzauberungen für Gegenstände gemacht werden kann. Das fand ich auch ganz nett, aber muss ja im Moment nicht sein. Okay, Tragfähigkeit und Schmiedekunst. So, ich glaube, das dürfte jetzt erstmal gewesen sein. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Oh yeah. Schönes Zeug, echt schönes Zeug. Okay, wenn ich jetzt 4 Gegenstände brauche, damit ich Zerstörung für 0 machen kann, dann ich habe insgesamt wie viele zur Verfügung? Helm 1, Stiefel 2, Rüstung 3, Panzerhandschuhe 4. Und dann noch 5 und 6 für Ring und Amulett. Dann wären das natürlich. Erstmal gucken, was mir hier so. Aber ich habe dummerweise noch nicht so viele. Ich will erstmal noch mein schönes Repertoire mit mächtigen Seelen voll haben, bevor ich irgendwas anderes machen kann. Machen will, eigentlich. Ich will das ja erstmal nicht so sehr übertreiben. Was ist denn mit meiner Maus los? Die ist auf immer schon wieder langsamer, oder? Ja, das wirkt nur so. Ich glaube, ich muss die dann noch mal einen kleinen Tick länger schneller machen. Weil jedes Mal, wenn ich hier reingehe, muss ich jedes Mal die Maus wieder einstellen. Boah. Das ist nicht schön. Nicht schön. Seit dem Patch, den die drauf gemacht haben, ist das schlimm. Ich habe jetzt eigentlich nicht so die Lust, das zu ändern. Wow, was haben wir hier oben? Bringe 10 Fässer zu Arniel Gain. Melde dich bei Savos Aren. Na, das mache ich gleich. Oh, hoffentlich kommt jetzt kein Drache. Ich habe jetzt nämlich echt keine Lust auf einen Drache. Zumal ich wahrscheinlich die falschen Sachen anhab. Ja, es ist kacke. Komm, lauf, lauf. Ich will so schnell wie möglich da rein. Ich will meine Seelensteine wieder. Okay, wunderbar. Ja, das können wir mal ein kleines bisschen vielleicht so. Genau. Könnte funktionieren. Gut. Mal wieder durch die dunklen Kammern, die so ziemlich niemand identifizieren kann. Ah, hier ist er. Es gibt ein. Es ist zum Beispiel. Und was die. Wenn ihr für eure Experimente den brauche ich jetzt nicht zwingen. War hier nicht, dachte ich, noch irgendjemand mit? Nee, die war es nicht. Hier war, dachte ich, noch irgendwo so ein Händler? Nee. Ah. Ich arbeite. Ich brauche einfach noch mehr Dwemer-Ausrüstungsteile für meine Studien. Und bitte, das hier sollte unter uns bleiben. Ich brauche einfach noch mehr Dwemer-Ausrüstungsteile. Und bitte, das hier sollte unter uns bleiben. Ja, das ist schön für dich. Wow, 2 Leute zur selben Zeit. Aha. Hoffentlich kein Drache, hoffentlich kein Drache, hoffentlich kein Drache. Okay, super, kein Drache in Sicht. Apropos, ich könnte eigentlich gleich mal meine schöne verbesserte Ausrüstung anlegen. Lederhelm und Lederstiefel. Yeah. Damit wird die Imba-Detra-Rüstung noch imbar gemacht. Ob es das Wort überhaupt gibt? Keine Ahnung. Aber ich hab's erfunden.
So, im Imba ist hin. Es gibt nur wenige Orte, an denen man, wie schnell ihr gelernt habt, äußerst beeindruckend. Es gibt noch weitere Zauber zu lernen, mächtige Zauber, die Wesen noch stärker und dauerhafter eurem Willen unterwerfen können. Doch es gibt Risiken. Ja, natürlich gibt es immer Risiken. Ihr müsst einen ungebundenen Dremora beschwören und befehligen. Und wie mache ich das? Ich bringe euch den Zauber zum Beschwören des Dremora bei. Allerdings funktioniert er nur an einem für dieses Ereignis speziell vorbereiteten Ort. Wenn ihr den Dremora beschworen habt, befehlt ihr ihm, einen Siegelstein aus einem Oblivion-Tor zu holen. Sobald ich den Siegelstein habe, werde ich die Zauber für euch aufschreiben. Okay. Weil ich nicht zurückkommen möchte. War klar. Das Beschwören eines ungebundenen Dremora ist nicht mit normalen Beschwörungszaubern zu vergleichen. Er wird nicht einfach tun, was ihr ihm gebietet. Ihr müsst erst beweisen, dass ihr die Kontrolle über ihn habt. Hier ist der Zauber, den ihr benötigt. Begebt euch zur obersten Ebene der Halle der Leistung. Ich habe dort einen Ort für euch vorbereitet. Oh, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Ich freue mich jetzt schon. Geil. Jetzt bin ich total raus. Hier, nö, jetzt. Ihr wollt also die mächtig, genau. Sehnstein, mächtig. Ja, nehmen. Gut. Jetzt habe ich wieder also zumindest einen. Ha, ja mal wieder. Die wisst ihr, es heißt das Wissen. Ich werde euch die Mysterien der finsteren Rat. Ihr wollt also die Arkanen Künste meistern. Ja, ist ziemlich. Nee, ist leer. Kacke. Ich schaue jetzt nicht zwingend immer da rein, ob der irgendwelche. Mirabelle leistet wohl gute Arbeit. Ich kann euch weiter ausbilden, aber für das, was ihr. Zauber und Beschwörungen für jene. Wieso kann die mir sowas nicht geben? Ah, super. Gleich drei. Goodie. Ja, jetzt bin ich wahrscheinlich prima ausgerüstet. Ich will wirklich erst eine Ausrüstung machen, bevor ich dieses Dremora-Ding beschwöre. Weil, Detra-Ausrüstung, Detra, das würde den wahrscheinlich sehr imponieren, nehme ich jetzt mal an. Es muss es einfach. Nee, ich wollte erstmal schmieden und dann verbessern. Oder erst schmieden. Ach, keine Ahnung, ich mach das irgendwie. Obwohl. Nee. Ach, komm los, lauf. Ich hab ja noch was zu tun hier. Na komm. Komm. Das will ich ja jetzt nicht machen. Ich glaube, den Streitkolben habe ich bis jetzt noch nicht geschmiedet. Nehme ich jetzt mal echt stark an. Zauber, Trink. Bekleidung, Waffen. Doch. Okay. Mann, mein Gedächtnis. Ja, aber das ging relativ fix. Da habe ich nicht so ganz drauf geachtet. Das ist jetzt eher. Okay. Gut, dann verbessern wir das sowieso erstmal hier. Oh, Ebenerz. Das ist jetzt irgendwie blöd, weil ich brauche Ebenerz. Wie spät haben wir es denn? Oh, das ist das. Oh, falsche Uhrzeit. Ah, scheiße. Ich brauche Ebenerz, Mann. Na komm. Geh endlich rum mit der Uhr. Und es ist wieder Tag. Und da ist sie. Nicht ablenken lassen. Gehst du jetzt mal arbeiten? Los, komm. Jawohl. Ja, wunderbar. Ihr seid, Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Hier sieht nichts aus wie Ebenerz, aus irgendwelchen Gründen. Was mich sehr, sehr, sehr ankotzt. Ihr könnt ruhig mal Detra-Herzen dafür brauchen, weil Detra-Herzen habe ich ja genug. Da ich ja weiß, wo ich die herbekomme. Ich habe ja meinen Dealer.
Okay, mal gucken. Wir haben hier 100 Pro noch irgendwo Ebenerz rumliegen. Das muss einfach irgendwo rumliegen. Oh, weia. Das stört mich jetzt etwas. Okay, warten wir jetzt noch mal kurz 24 Stunden. Das gibt's da nicht. Oder beziehungsweise 22. Das gibt's. Wo krieg ich denn da jetzt noch mal Detra-Sachen her? Ich finde das übelst cool, wie das dann mit dem Schatten so rumgeht. Zack, zack. Aber wenn es dunkel ist, dann bleibt es eine ganze Weile so. Ja, genau. Man merkt gar nicht, dass die Zeit überhaupt vergeht. Aber sobald die Sonne wieder da ist, sieht man es sofort. Und ja, so ein kleines, ganz kleines bisschen. Und jetzt geht's wieder los. Zack. Und zack. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse ihr zu seid genau. Einen Blick darauf. Aber es ist jetzt nicht wahr, Mann. Ich will meine Ebenerzdinger jetzt sofort. Ah, es ist jetzt nicht ganz so schön. Na komm. Montags. Danach kommt 100 Pro dienstags. Oder irgend sowas. Na komm. Und gleich ist montags vorbei. Ah, Tierdas. So eine Mischung aus Tuesday und Dienstag. Oder vielleicht hieß das früher wirklich so? Ich habe hier einige. Nein, rede nicht mit mir. Rede nicht mit mir. Du hast nichts gesehen. Und jetzt geht zur Arbeit. Geht zur Arbeit. Los, 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 los. Ja, wunderbar. Nein, ist jetzt nicht wahr. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Ja, jetzt. Ich helfe mein. Wollt ihr euch bitte, schützen bitte, bitte, oder bitte, Schaden bitte. Austeilen? Ah, endlich. Alles nehmen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Also ich habe ja theoretisch alles angelegt. Oh mein Gott. Das ist eine Verbesserung von viel. Nur noch mal kurz zum Checken hier. Aktive Effekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist so herrlich. Ich liebe das Ding. Okay. Herstellen. Und herstellen.